Herzlich willkommen zurück, meine lieben Lords und Ladies, hier zu Crusader Kings 3 mit unserem polnischen König Krak. Wir versuchen gerade eben hier unseren Ratsspitzel Piotr zu, ja, nicht unbedingt zu manipulieren, aber wir versuchen irgendwie ihn, wie soll ich sagen, zu bezirzen. In unseren letzten Briefen brachte mein Ratsspitzel Oberhäuptling Piotr zum Ausdruck, dass wir uns doch mehr auf seine Ambitionen und das Interesse konzentrieren sollten. Natürlich könnte ich dafür sorgen, dass der nächste Brief sich mehr um ein Thema dreht, das ihm am Herzen liegt. Er ist geduldig, eigenwillig und feige. Und ist mega gut in Ränkespiel. Kriegsgeschick. Ränkespiel. Ein gutes Buch. Also ich würde behaupten, dass er in Ränkespiel ziemlich gut ist. Mal gucken, was er dazu sagt. Das Problem ist bloß, er könnte der Meinung sein, dass wir zu unfähig dafür sind. Möglicherweise ist er der Meinung, dass wir zu unfähig dafür sind und er das nicht so gut findet. Warum trainierst du Ränkespiel, Junge? Das ist doch Quatsch. Ich muss doch gerade meine Kinder durchgucken. Ich wollte gerade eben nur mal durch meine Kinder gucken. Genau, was ist mit dir? Du hast Diplomatie. Ja, das ist noch richtig. Warum hat mein Erbe denn sowas gemacht? Okay, das ist seltsam. Es wird persönlich. In seiner Antwort bat mich mein Ratsspitzel, persönliche Anfragen zu unterlassen und beim Thema zu bleiben. Das hat leider nicht geklappt. Schade. Okay, wir sind jetzt hier auf jeden Fall erstmal wieder zurück und haben jetzt hoffentlich die Kohle, um die Großtat für Wischlan ins Leben zu rufen. Das tun wir jetzt auch. Und natürlich setzen wir sie auf uns an. Go! Die Legende von König Krak von Polen ist so groß und weit wie die Welt. Denn seine Taten sind unvergleichlich. Nachdem er von den vagen Gerüchten gehört hatte, die das Land heimsuchten, fasste sich Krak ein Herz, um das schwierige Unterfangen zu vollenden. Naja, welches, weiß man nicht. Irgendwas mit Komma, die fleischgewordene Legende zu sehen. Weiß ich auch nicht. Das ist wohl wieder mal so ein Deutschproblem. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn als Krak sich auf dem Heimweg machte, half Ehrer Klinge. Keine Ahnung. Die Heimreise war nicht einfach, doch König Krak erreichte die Stadt unter triumphalen Gesängen. Und nun lasst uns alle jubeln und frohlocken, denn seine Legende muss gefeiert werden. Okay, ihr seht es also, hier können wir es also theoretisch in 5 Jahren, ne, diese Legende abschließen. Das Abschließen einer Legende macht es unmöglich, sie erneut zu beginnen. 50% Wahrscheinlichkeit, ihr erhaltet Zugriff auf die Möglichkeit Legendenpalast bei der Entscheidung. Platz schaffen für ein Legendengebäude. Ihr erhaltet einen Anspruch auf jeden existierenden de jure Titel im Königreich Polen. Ihr erhaltet Zugriff auf die Entscheidung Legendenartefakt beauftragen, die es euch ermöglicht, eine Chronik im Andenken an eure Legenden Auftrag zu geben. Man erhält 200 Legitimität und bekommt dann werden die halt auch hier auf Stufe 5 Legitimität. Oder wir können auch die Güte erhöhen mit der Zeit. Ihr erhaltet den Zugriff auf die Entscheidung, das Königreich zu erweitern, die euch und umgehende de jure Anpassung eines Herzogtumstitels ist in eurem Reich erlaubt. Ihr erhaltet, Moment, warte mal, die euch eine umgehende de jure Anpassung eines Herzogtums, also ich kann einen Herzogtumtitel anpassen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ihr erhaltet einen Anspruch auf jeden existierenden de jure Titel im Königreich Polen, das hatten wir schon. Ihr erhaltet Zugriff auf die Entscheidung, Legendenartefakt, das hatten wir auch schon, 400 Legitimität. Ich bekomme dann auch auf Legitimität 5 und 50% Wahrscheinlichkeit für erhalte Zugriff auf den Legendenpalast. Ja, also ich würde es auf jeden Fall versuchen zu erhöhen, aber ihr seht, na, wir brauchen jetzt halt erstmal 100 Baronien, wo das jetzt hier ist. Momentan ist es halt bei einer. Was wir jetzt machen können, ist aktiv dafür zu sorgen, dass die Legende sich jetzt hier verbreitet. Das kostet uns halt noch mehr Geld, ne? Also es kostet uns jetzt einmal hier die 1,32 und einmal die 6,5, ne? Also, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal jetzt hier die Truppen auflösen. Fürs Erste. Sie wieder regenerieren lassen und jetzt gucken, wie sich diese Legende hoffentlich mit der Zeit verbreitet. Und nominell könnten wir dann auch... Oh, ich kann hier wieder jemanden vasalisieren. Wer ist das jetzt hier schon wieder?
Ja, dem bieten wir auch das Vasallentum an. Unser Reich wächst kontinuierlich jetzt hier gerade eben. Oh, Familienangelegenheiten. Das ist übrigens jetzt hier sogar ein Legenden-Event. Das ist sehr seltsam, Herr. Wahrlich höchst seltsam. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wisst ihr vielleicht etwas damit anzufangen? Trifon überreicht mir ein Stück Vellum, die in irgendeiner staubigen Ecke eines alten Hauses ausgegraben wurde. Ich sehe es interessiert an, bin mir allerdings nicht sicher, was er meint. Seht doch nur, eure Blutlinie taucht nirgendwo in dieser Liste auf, klärt er mich mit etwas auf, von dem ich offenbar meinte, es wäre ein hilfreicher Liebreiz. In Wirklichkeit verdüstert es meine Stimmung jedoch nur noch mehr. Das könnte meine Legitimationsversuche ernsthaft schaden. Oh, das wäre schwierig. Also das hier sollte man vielleicht vernichten. Es erhöht auf jeden Fall meine Legende leicht. Und ich erhalte Schrecken. Er fände das scheiße, aber ich würde auch Anspannung verlieren, oder? Unsinn, seht doch, da steht der Name meines Vaters. 22% Chance, dass es klappt. Nee, sie müssen das geheim halten. Streng geheim. Nee, oder wir werden nach einem anderen Dokument. Nee, wir werden jetzt hier natürlich radikal Geschichtsfälschung betreiben. Natürlich machen wir das. Auch wenn er das Kacke findet. Auch wenn er das Kacke findet. Wir betreiben jetzt hier Geschichtsfälschung. So, das gucke ich mal gerade eben. Also, ne, noch hat sich jetzt hier unsere Legende nicht wirklich ausgebreitet. Vielleicht ändert sich das aber noch mit der Zeit. So, Diplomatie. Feste Hand, wohlmeinender Wille, Meinungszuwachs durch Geschenke, befreunden, zur Herrschaft erzogen. Prätorianergarde. Ich mache jetzt erstmal feste Hand. Dann machen wir noch mehr Prestige. Oh, jetzt passiert's, der Schrecken von Krakau. Seit Jahren führe ich verheerende Plünderungen durch und bringe eine zitternde Welt die entfesselte Wut der himmlischen Mächte. Denn wenn Rod dies nicht wollte, dann wäre ich längst nicht mehr hier, nicht wahr? Stattdessen schläft mein Haushalt inmitten der gestohlenen Pracht ausländischer Herrscher und exotische Sklaven wärmen mir das Bett. Adliger und Bauer fürchtet mich gleichermaßen und Eltern bringen ihre aufmüpfigen Kinder mit der Drohung meines Kommens zum Schweigen. Wir werden jetzt offiziell Räuber, was uns noch mehr Prestige, Kampfgeschick und Kriegsführung bringt. Außerdem Meinung von anderen Räubern. Warum das jetzt in diesem Moment gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wundert mich ein kleines bisschen. Moment. Ich glaube, ich ersetze ihn durch den. Tja, das Problem ist halt einfach, ne? Man hat halt immer einen mächtigen Vasallen. Sag mal, warum bist du eigentlich hier drin? Bist du doof? Man hat immer einen mächtigen Vasallen zu viel. Immer einer ist unglücklich. Das ist halt das Ding, vor dem wir gerade eben hier stehen. Aber so ist es in Ordnung. So, ihn habe ich jetzt hier schon auf 81 gebracht. Das ist gut. Und was wollen wir eigentlich hier noch machen? Leibgarde anleiten. Rittereffektivität steigern. Garnisonsgröße, Rittereffektivität, Kriegsvolk, Schadenzähigkeit. Ich glaube nicht, dass ich die Größe haben will. Nee, ich will sie effizienter haben. Du trainierst jetzt hier mal gerade eben jetzt hier meine Leibgarde, mein Bester. Das hätte ich ganz, ganz gerne. Der Herold der Legende. Ich kann nicht anders als unruhig auf und abzugehen, während Trifon die Vorbereitungen für seinen Besuch am Hofe von Kaietan, einem benachbarten Herrscher, trifft. Trifon hat den ausdrücklichen Auftrag, eine ganz bestimmte Kunde, nämlich meine Großtat, um die meiner Familie zu verbreiten. Wobei er vorzugsweise in der Lage sein sollte, den Häuptlingen die Enge zu treiben und davon zu überzeugen, sich dem Anliegen anzuschließen. Haltung und Anmut werden für diese Aufgabe nötig sein und vielleicht noch ein paar andere Hilfsmittel. Also es geht um diesen Typen da, also einen neutralen Herrscher. Tja, benutzt euren Verstand. Da gibt es 71% Chance, dass er das schafft. Dann wird die Großtat bei uns, also bei ihm gefördert.
Oder ihn mit Geld, das ist genau fast die gleiche Chance. Nee, er soll seinen Verstand benutzen. Es hat nicht geklappt. Oh, super. Oh, super. Ich muss mal gerade eben mal gucken. Habe ich keinen, der besser ist? Nee, ich habe keinen, der... Ich habe halt in beiden Fällen nur Leute, die durchschnittlich sind, ne? Ich glaube, sowas wie einen Poeten oder sowas zu haben, wäre sehr, sehr hilfreich. Dann würde wahrscheinlich das hier ordentlich nach oben gehen. Aber ich kann wahrscheinlich nicht aktiv nach einem Poeten suchen. Champions einladen. Ich lade nochmal Champions ein. Vielleicht kommt da der eine oder andere mit. Zumindest besteht die Möglichkeit. Okay, okay, okay. So, wir warten jetzt gerade eben mal wieder. Kurz mal. Nee, Quatsch, wir warten nicht. Wir werden natürlich loslegen. Wir haben jetzt ja schon die Entwicklung von 5, die wir brauchen. Ich will wieder räubern gehen, aber dieses Mal geht's weit in den deutschen Raum rein. Ich sag's euch. That's the plan. So, jetzt wo wir Räuber geworden sind, ziehe jetzt hier mal meine Truppen zusammen. Ich gucke mal, ob ich irgendeinen habe, der halt auch wirklich richtig effizient räubern kann. Ich kümmere mich auch noch gleich um dieses Event, alles zu seiner Zeit. Habe ich einen Plünderer in meiner in meinem Reich? Nee, ich habe keinen. Doch, den hier. Der ist Plünderer. Dann lasse ich den diesen Job machen zum Plündern. Nachrichtenverbreitung. Ich halte inne und schreibe und halte inne und schreibe. Die Worte für diesen Brief müssen sorgfältig gewählt werden. Zu unsicher ausfallende Formulierungen in meiner Nachricht an Maslav, meinen Vasallen, werden nicht gerne gesehen. Doch seine Unterstützung einen ganz bestimmten, also unserer Legende gegenüber, wäre in der Tat ein Segen, wenn ich es richtig angehe. Nun lasst mich einmal sehen, was ich genau da, was ist denn das genau, was ich Maslav gutheißen würde. Also, der hier ist lüstern, arrogant und sprunghaft. Er ist ein ehrgeiziger Mensch. Kann mit Rache zu tun haben. Vielleicht sollte ich einfach wahrheitsgemäß wie möglich sein. Oder ich könnte es so formulieren, dass es ihm schmeichelt. Er ist arrogant, das machen wir. Wir werden ihm schmeicheln. Er ist zufrieden, geil. Oberhäuptling Maslav von Masowien begann, die Großtat Wislan zu fördern. Cool. So, das gucken wir mal gerade eben. Also sie wurde gefördert. Das heißt nicht, dass sie jetzt hier schon irgendwo anders am Start ist, aber sie wurde gefördert. So, wir haben, wie ihr sehen könnt, jetzt hier diese Boni. Verwaltung habe ich auch nochmal bekommen, nochmal ein bisschen mehr Bekanntheit. Also ihr seht, die Boni werden halt immer größer, umso mehr Gebiete wir haben. Oh Gott, ich bin ja... Ich muss ja meine Truppen losbewegen. Das ist 3 Gold, das ist 3 Gold, das ist 19 Gold. Wir marschieren es darüber. Erinnert ihr euch? So erzählt mir doch, Herr, sagt mein Hofarzt Bogislav. Seine Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Und ich sehe, wie er mit der Hand winkt und dabei mit der Federtinte über den gesamten Boden verteilt. Erinnert ihr euch noch? Ihr befehligtet und gewannt die Schlacht von Zilonagora gegen Häuptling Skarimir von Chepretoaba. Das ist es sicher wert, die in der Legende hinzugefügt zu werden. Ich könnte sagen, habt ihr mich denn nicht gehört? Ihr hattet 5 Jahre lang nicht meine Aufgabe. Nee, das ist ja Quatsch, oder? Ach, das war so eine tolle Begebenheit. 39% Chance auf noch eine Erinnerung. Das erhöht die Legendenverbreitung wahrscheinlich um läppische 2%. Und ich habe nicht das Bedürfnis, sie noch einmal wieder auszugraben. Alle demütigen oder zufriedenen Höflinge gewinnen 20 Meinungen. Ich bin halt ehrgeizig. Ich probier's, ich zocke. Es hat nicht geklappt, schade. Ich hätte es gerne getan, aber es war mir nicht vergönnt. Da ist eine Jagdaktivität.
Wisst ihr was, da sollte man vielleicht sogar hingehen. Boah, das ist ganz da oben. Wie gefährlich ist denn das bitte? Ah, ich habe hier nochmal jemanden, der besser an dem Job ist. Mein Hofchronist. Natürlich ist der auch in diesem Bereich besser. Oh, wenn ich jetzt die Söldner mit reinnehme. Nein. Okay, wir gehen doch nicht. Ich habe das Geld nicht. Das ist einfach zu weit. Es ist zu weit. Oh, guck mal, wie schnell der Typ plündert. Das ist der Oberhammer. Der hat zwar keine Ahnung, wie man kämpft, aber plündern kann der Mann. Da, guck mal, 6 Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann marschieren wir hier noch hin. Und dann werden wir die Grenze überschreiten zum Ostfrankenreich. So, auch hier plündern wir. Das ist herrlich, ich sag's euch. Das ist einfach nur herrlich. Dann kann ich hier nochmal Geld verlangen. Ich habe immer noch niedrige Gemeindekontrolle in manchen Gemeinden, stelle ich gerade eben fest. Moment. Sekunde, das war eine Fehlentscheidung, das so zu machen. Moment, ich muss erstmal hier noch die Gemeindekontrolle nach oben bringen. So, hier. Da gibt es auch nur 3 Gold. Nee, also, ja, es ist so herrlich, hier durch das Holy Roman Empire, also das ehemalige, also ihr wisst schon, das zukünftige Holy Roman Empire zu marschieren. Hier gibt es einfach so viel. So, und jetzt haben wir hier die Freundschaft von Oberhäuptling Dire. Mir ist aufgefallen, wie der Oberhäuptling Dire und ich gemeinsam, wie viele wir gemeinsam haben und wie zuverlässig er sich in den letzten Monaten erwiesen hat. Sein benachbarter Herrscher. Von was ist der benachbarte Herrscher? Von Kiew. Ich werde es versuchen. Vielleicht kriege ich ja die Beziehungen mit ihm besser. Ich werde noch einmal jetzt hier die Beziehungen verbessern. Vielleicht schaffe ich es ja mit ihm hier auch. Weil dann wird sich vielleicht Kiew hier Großpolen anschließen. Ja, ich nenne es bereits Großpolen, was ich hier tue. Wie stark ist eigentlich das Heer des Ostfrankenreichs? 5500 Mann, sie wären mir, glaube ich, nicht gewachsen. In der aktuellen Ausgangslage. Oh geil, ich habe ein Artefakt bekommen. Das finde ich gut. Was kann das Ding? Domänensteuerverwaltung pro Anspannungsstufe, monatliche Verwaltungslebenswandelerfahrung. Ja, das ist nett. Klaut mehr, Leute, klaut mehr. Wir räubern uns jetzt hier die Welt zusammen. Leider sind wir keine Nordmänner und können deswegen hier die Flüsse nicht benutzen. Das ist leider schade bei uns. So. Das ist herrlich. Hier dauert es teilweise ein paar Tage länger, aber die Verteidigungsanlagen sind halt auch ein bisschen besser, ne? Wir haben jetzt schon 129 Gold. So, hochgestellte Freunde. Obwohl sich unsere Wege aufgrund der Anforderungen, die das Verwalten eines Reiches so mit sich bringt, nicht oft kreuzen, hat heute eine solche Gelegenheit Vyacheslav und mich zusammengebracht. Er begrüßt mich herzlich mit einem wissenden Funkeln in den Augen. Krack, Herr, es ist mir eine Freude, euch zu sehen, sagt Vyacheslav und klopft mir auf die Schulter. Wisst ihr, ich habe in letzter Zeit einige fesselnde Geschichten über euch gehört, fährt er fort, während sich allmählich ein breites Lächeln auf seinem Gesicht abzeichnet, als er mein Unbehagen bemerkt. Sie haben mir recht gut gefallen, vielleicht könntet ihr mir ein paar Einzelheiten erzählen. Ach, die Legende, okay. Der Nachlass für die Verbesserung der Legende erhöht sich erheblich. Oberhäuptling Vyacheslavs erhält ein schwaches Druckmittel gegen mich. Ja, aber damit kann er überhaupt nichts anfangen. Das ist ja das Gute daran. Also es gibt keine Möglichkeit, dass er etwas machen kann mit dem Ding. Ja, wisst ihr was? Dann soll es sich doch erheblich erhöhen. So, der hat jetzt hier das Druckmittel gegen mich erhalten. Also das ist der Typ da. Das gucke ich mal gerade eben. Da seht ihr es. Jetzt fängt an, sich auszubreiten. Wie ein kleiner Ölfleck. So, hier wird wieder geplündert. Oh,
Hier sind die Truppen übrigens des Holy Roman. 12, 7, 8, 7, 5, 14, 14, 26, 22. Wir gehen mal da drüben hin. Das sind aber schon hart plündernde Horden, die wir jetzt hier gerade eben durch das Land hier schicken, ne? Also, Geld. Geld. Sehr gut. Gebt mir euer Geld, dann bekommt ihr eure Verwandten wieder. Und hier noch. Oh, Jemine, ist wieder eine Krankheit unterwegs. Wir haben sie vorhin schon mal gesehen. Da drüben ist eine Krankheit. Hier ist das Hügelfieber. Ja, das Hügelfieber ist da. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. Also wir isolieren erstmal wieder unseren Hauptsitz. Das ist das, was ich jetzt hier momentan für das Sinnvollste erachte. So, du plünderst jetzt hier wieder. Dann gehen wir hier runter, holen uns hier noch die 26. Und wir haben schlechte Luft über Belz. Oh nein, es geht schon wieder los. Die Seuche, das Hügelfieber, hat Belz verwüstet. Mein Hofarzt Bogislav teilt mir mit, dass der örtliche Handel und die Herstellung völlig versiegt sind, während die Menschen in ihren Häusern und auf den Straßen ausharren und auf den Tod warten. Er hat die schlechte Luft, die die Toten und Sterbenden umgeben, für die Seuche verantwortlich gemacht und vorgeschlagen, dass ein riesiges Feld Astern viel dazu beitragen würde, diese schlechte Luft zu vertreiben. Wisst ihr, das ist das Lustige oder das Tragische eigentlich eher, dass die Menschen halt damals halt schon bemerkt haben, dass das was miteinander zu tun hat. Also die schlechte Luft halt mit der Krankheit. Aber sie haben halt letzten Endes falsch rumgedacht. Sie haben halt gedacht, dass das der Auslöser ist. Aber es ist ein Symptom der Krankheit. Es löst aber die Krankheit nicht aus. Ne? Das ist beinahe so, als würdest du glauben, dass der Rauch eines Feuers woanders ein Feuer entzünden würde. Und einfach das Feuer selber nicht sehen kannst und deswegen nicht weiß, was wirklich die Gefahr eines Brandes ist. Das ist das, was die halt damals falsch gedacht haben. Ja, ich kann eine üppige Pflanzenwelt dadurch bekommen, aber... Ja, nee, wir lassen das. Ach doch, dann habe ich halt noch mehr Stress, was soll's. Es ist gerade eben ärgerlich, aber ich kann nicht wirklich was dagegen tun. 10 Gold, 9 Gold, 9 Gold. Auch nochmal 26. Die haben gedacht, die sind safe hier in der Baronie von Emden. Gehen wir mal gerade eben ganz, ganz kurz mal nach Lothringen rüber. Und nun hier das Reich des Westens. Das westliche Römische Reich lag eine geraume Zeit im Schlummer, sodass die katholische Antwort auf die Frage nach der Kaiserwürde bestenfalls ungewiss zu beantworten war. Zumindest war dies, bis Kaiser Karlmann kam. Mit der Zustimmung von Papst Marinus wurde das Reich von Karl dem Großen im Zuge einer schwelgerischen Zeremonie, die im größten Gotteshaus von Rom stattfand, neu errichtet. In der gesamten Welt jubeln die katholischen Priester sicher in dem Wissen, dass die wahre und Gott gefällige Nachfolge Roms nun angetreten wurde. Ich habe so das Gefühl, dass hier was passiert ist. Oh Gott, das Heilige Römische Reich ist wirklich wieder auferstanden. Das habe ich noch nie gesehen, dass es passiert ist. Ich habe noch nie gesehen, dass das Heilige Römische Reich von der KI aufgestellt worden ist. Oh, der mag mich gar nicht. Der mag mich gar nicht. Ich glaube, wir könnten Probleme bekommen mit dem Heiligen Römischen Reich. Ich habe so ein mieses Gefühl bei der Sache. Wir ziehen hier auch nochmal drüber. Wir haben schon 200 Gold jetzt hier auf der hohen Kante, das ist voll cool. Naja, plündern wir mal sein Land leer, ne? Solange wir es noch können. Sage ich jetzt einfach mal. Bevor sie kommen und uns das Leben zur Hölle machen. Weiter geht's. Es gibt wahnsinnig viele Events für dieses Legenden verbreiten. Im Dienste einer Fürstin. Und war sehr galant. Und sie war wunderschön. Und war ein Held. Und sie war wunderschön. Okay, der macht das nicht so gut. Es dauert nicht lange, um herauszufinden, woher die Musik kommt. Schon bald erblicke ich Bogislav in einer Steinbank gelehnt,
seine Laute stimmend. Er ist nicht gerade gut darin, was er da so tut. Aha, sagte mir mit leuchtenden Augen. Ist es wahr, dass der Grund für eure Legende darin lag, Katharsina zu beeindrucken? Meine Amme. Nein? Warum soll ich meine Amme beeindrucken sollen? Hä? Ändert ein Kapitel für Großtat zu Königin Justina, dann wird sie mein Seelengefährte. Ja, dann wird meine Frau noch mein Seelengefährte. Hau rein. Yes. Okay, nee, ich wollte natürlich meine Frau beeindrucken. Also wenn jemand dann meine Frau... Wo kommen wir denn da hin, ey? Meine Amme beeindrucken. Ich muss meine Amme nicht beeindrucken. Ich mach gleich mal einen Eindruck auf dem seinem Gesicht, ey. Für die dumme Frage. Ach, guck mal, der hat sich selbst einknasten lassen. Ich hätte den Ärger riechen müssen, als Bogislav mit einem mir fremden Gesicht im Schlepptau in den Raum schlendert. Herr, darf ich vorstellen? Lucino. Der Fremde beugt sich tief. Er ist ein Juwelier und Metallarbeiter. Ich dachte, ihr würdet vielleicht gerne einige seiner Stücke begutachten. Ich habe mir die Freiheit genommen, einige Dinge auszusuchen, die besonders zu... Ich habe mir besonders die Freiheit genommen, einige Dinge auszusuchen, die besonders zu euch und dem, was ihr derzeit umtreibt, passen, beginnt Lucino und stellt ein Tablett auf den Tisch. Das, was mich umtreibt? Bogislav war offensichtlich sehr beschäftigt. Ich kann jetzt 100 Gold ausgeben, einfach weil ich verschwenderisch bin, und bekomme ich eine prächtige Krone. Oder eine Halskette für 50 Gold, eine herrliche Kette. So viel möchte ich gar nicht ausgeben. Nee, wir werden nur die Krone ausgeben, ganz im Ernst. Zack! Dann haben wir auch mal unsere verschwenderische Ader mal wieder jetzt hier genutzt. Oh, das ist wirklich eine prächtige Krone. Oh, nice. Yep, 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 yep. 20% mehr Legendenverbreitungswahrscheinlichkeit. I like what I see. Na, hier läuft ja gerade eben unser Klingelbeutel rum, ne? Geld haben wir, wenn wir alles richtig machen, genug. Oh, 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 oh. Kiew hat mir den Krieg erklärt. Wir müssen sofort nach Hause. Kiew hat mir den Krieg erklärt. Wieso? Okay, ich rufe jetzt erstmal meine nicht vorhandenen Verbündeten in den Krieg. Sollte Ungarn nicht mein Verbündeter sein? Scheinbar nicht. Da hat sich wohl leider was getan. Verlöbnis brechen. Ich brauche einen richtigen Bündnispartner. Wie wär's mit... Der ist ja bucklig, um Gottes Willen. Wie viele Männer hat der? 1500. Ich guck mal nach Bündnismacht. Na, warte mal, wie alt ist unser Mädel? Die ist 15. Aber die hassen mich. Was ist, wenn ich das mache? Also, dann werden sie jetzt wieder... Ich verstehe nicht, warum dieses Bündnis weg war. Aber ich hole auf jeden Fall mal jetzt dieses... Das müssen wir nochmal nachverhandeln. Für wen die Stunde schlägt. Eines Abends ziehe ich mich in meine Gemächer zurück, erschöpft und müde von einem weiteren Tag voller Langeweile und Eintönigkeit. Als ich kurz vorm Einschlafen bin, weckt mich plötzlich das schrille Geräusch von Metall, das über Stein schabt. Ich schrecke hoch und sehe eine schattenhafte Gestalt am Rande meiner Bettstatt stehen und ihre zahniges Grinsen ist der einzige Teil, den ich deutlich erkennen kann. Ich kann mich nicht bewegen, sondern nur starren, als die Erscheinung mit einem Dolch in der Hand auf mich zukommt. Dann erwache ich jäh ein weiteres Mal. Die Mächte des Todes, Tschornebo, so heißt wohl der Totengott, hat mich mit einem weiteren Besuch versehen. Ich fürchte, die Mächte des Todes werden mich schon bald holen. Ein Schicksal, das sich ändern muss. Ich muss Unsterblichkeit erlangen. Suche nach Unsterblichkeit. Oder es war nur ein Traum. Kühler Kopf bewahren.
Nee, wir machen die Suche nach Unsterblichkeit. Ich bin gespannt, was dabei passiert. Also, wir machen uns jetzt erstmal wieder zurück in unser eigenes Land. So schnell wir können. Wird auch langsam aber sicher Zeit, ne? Denn wir haben nämlich keine Vorräte mehr. Jetzt fängt nämlich der Verschleiß richtig an zu wirken. Wir müssen so schnell wie möglich jetzt zurück in unser eigenes Gebiet. Und dann müssen wir uns um Kiew kümmern, das jetzt hier so frech über unsere Grenzen marschieren möchte. So, jetzt kann ich hier meinen Verbündeten in den Krieg rufen. Kann ich jetzt hier endlich einen Nachfolger wählen? Ja, sehr gut. Jetzt haben wir endlich einen Nachfolger. Wir haben noch eine niedrige Gemeindekontrolle. Moment, und ich habe auch noch gleich noch was in meinem Hof zu erledigen. Alles zu seiner Zeit. So, der hilft uns jetzt hier. Der scheint, glaube ich, mehr auf unsere Hilfe zu bauen, als wir auf seine. Was ist meine Bestimmung? Um mich herum ist alles dunkel. In der Ferne ist ein einsames Licht zu sehen. Instinktiv laufe ich durch diese Leere und diesen einzelnen Lichtpunkt zu, bis mich eine einsame, ganz in weiß bekleidete Gestalt begrüßt, die genau wie meine ältere Fassung von mir selbst aussieht. Okay, so sehen wir also im Alter aus. Sie lächelt mich mit einer Wärme an, wie sie nur Väter schenken, und lädt mich ein, mich neben sie zu setzen. In der Wärme ihrer Gegenwart schwelgend fühle ich ein unerklärliches Glücksgefühl und Frieden. Wisst ihr, warum ich sterblich machte, Krack? Das ist es, was euch von mir trennt. Ihr wisst, wie kostbar das Leben ist. Eure Ewigkeit im Jenseits wird kommen. Aber für den Augenblick gibt es dort unten Menschen, die auf euch warten. Was passiert hier gerade eben? Ich habe verstanden, endlich verstehe ich es, könnte ich sagen. Meine Legende kann sich wieder verbessern und ich kann Frieden machen für 25 Jahre. Weniger Anspannungszuwachs und mehr Legendenverbreitung. Ich verliere 54 Anspannung. Oder nein, ich werde ewig leben. Dann habe ich eine Existenzkrise. Dann bekomme ich auch weniger Anspannung, aber die Legende verbreitet sich nicht so gut. Hä? Nee, dann mache ich Frieden lieber mit mir. Fürs Erste. Weil, warum soll ich jetzt diesen Malus... Also im Grunde ist ja eine Legende, so eine Art ewiges Leben, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. So, die Kohle ist da. Jetzt heben wir mal ganz, ganz kurz die Truppen auf, damit die sich hier wieder aufbauen können. Und dann werden wir losmachen. So, tut doch etwas. Ja, ich wollte gerade eben was tun. Solche. Immer mehr Berichte trudeln aus dem Häuptlingstum von Scherven ein, wo die Seuche das Hügelfieber etwa weiter wütet. Alexander schlägt nach dem persönlichen Überbringen eines entsprechenden Schreibens mit der Hand auf den Tisch. Die Menschen erwarten, dass wir etwas tun und ihnen helfen, insistiert er und deutet auf die Nachricht. Nun, diese Art Seuche haben wir schon einmal gesehen. Alles, was wir tun müssen, ist, einige der schmutzigen Tiere zu vertreiben, die in dieser Gegend ihr Unwesen treiben. Ohne sie wird sich die Seuche sicher nicht weiter verbreiten können. Das ist zumindest schon mal clever, was er sagt. Fährt Alexander fort und lehnt sich zufrieden zurück, während ich nachdenke. Es ist der Wille der höchsten Mächte Rotz. Wir müssen die Schafe ausdünnen, dann kann ich halt die Krankheitsüberträger vielleicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass es nur schief geht. Oder macht euch nicht lächerlich. Flehen missachtet. Boah, okay. Ja, dann müssen wir es halt einfach damit leben, dass es vielleicht nicht klappt. Ihr könnt Kaiser Karlmann von dem Heiligen Reich euch eine Geisel anbieten. Ich würde garantiert dem König Karlmann keine Geisel anbieten. Das werde ich definitiv nicht tun. Ich sehe das nicht ein. Da kommen seine Truppen.
Wir werden dann hier unsere Truppen ausheben, sobald sie einigermaßen wieder auf dem nächsten Stand sind. Und jetzt haben wir hier immer noch eine Entscheidung zu treffen. Anzügliche Lektüre. In letzter Zeit kann ich nicht umhin, die Scharen kichernder Maiden und sonst so disziplinierter Krieger zu bemerken, die sich in dunklen Nischen versammeln, um verzückt ein Buch zu lauschen. Heute habe ich endlich Bogislav mit diesem Buch in seiner Händen in die Enge treiben können. Es ist eindeutig ein zügelloser Text, randvoll mit sinnlichen Verlockungen, irdischen Verführungen und üppigen Busen. Ich schwelge, während ich über die mutmaßliche Reaktion von Volk Alexander nachdenke, und Bogislav starrt mich besorgt an. Aha, ein Champion von uns. Ich könnte sagen, spannend. Dann könnten wir ein selbstbewusster Liebhaber werden. Das würde aber der Alexander doof finden. Oder lasst das alles verschwinden und ich werde so tun, als hätte ich es nicht gesehen. Ja, das ist das, was wir tun werden. Das ist das, was wir tun werden. So, nach wie vor marschieren die jetzt hier drauf. Um was geht's denen hier eigentlich? Die wollen das hier erobern. Aha, das ist ja mal drollig. Das ist äußerst drollig. Ich könnte noch ein weiteres Königreich erschaffen, aber das möchte ich gerade eben nicht. So, wie sieht's denn jetzt aus mit meiner Manpower? Ja, das dauert noch eine Weile, bis die jetzt hier wieder am Start sind. Wir müssen kurz noch mal warten. Ich habe halt hier wieder einen Haufen Leute verloren, gerade eben, als wir geplündert, plündern unterwegs waren. Wobei, ich bin ihnen zahlenmäßig immer noch überlegen. Und wie gut, wie gut sind die Generäle? 22, 13, 20. Oh, sie sind schon recht gut. So, die Justina ist erwachsen geworden. Die kann ein bisschen was militärisch. Das ist ja schon mal ganz, ganz gut. Moment, ich stelle ihn jetzt hier gerade eben mal um. Garnisonsgröße und Aufgebotsverstärkungsrate. Der soll jetzt hier mal die Aufgebotsverstärkungsrate jetzt hier verbessern. Dann hebe ich jetzt hier meine gesamte Armee aus. Das wird eine Weile dauern. Was, Hexerei? Oh nein, jetzt geht's weiter mit dieser vermaledeiten Seuche. Was ist das für ein Aufruhr? Eine Mensch... Oh, und ich sehe gerade, dass ich schon bei 37 Minuten bin. Ich bin sehr, sehr vertieft, ihr seht schon. Danke für eure Aufmerksamkeit. Die Hexerei machen wir beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und ade.